Hallo und auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hello Story. Ja, ich weiß, es ist seit langem nicht mehr gekommen und ich sehe, ich gucke lieber in der Luft. Ich gucke lieber in der Luft, jemand ist schon hier gestorben. Denn wir haben heute einen Gast und er wurde jetzt gerade niedergeklüppelt. Also, ja gut, was soll man sagen? Er stellt sich nicht mal vor. Wow. Ist ja auch noch lustig. Muss ja auch mal gehen. Wenn ich jetzt vorstelle. Alter! Ich glaube, ich werde mal den Enderman wegmachen. Den wollte ich eigentlich wegmachen. Okay, der ist abgehauen. Ja. Wie ich habe heute ein bisschen vorgehabt und jemand hat sich auch noch dazu gesetzt. Also werden wir es zur Zeit angehen und ich frage mich jetzt, wo habe ich jetzt die Scheiße, die ich in dem Dart hingemacht? Ich bin gerade sehr unsicher. Ist das Ding hier irgendwo? Ach, hier. Und zwar, ich bin mich gerade eben dabei, noch einen verzauberten Bogen herzustellen, der ziemlich stark sein sollte. Und ich hoffe mal, dass ich den noch. Wie ist das möglich? Kann man den Bogen nicht mehr mit Reparatur machen? Doch, das war doch so. Aber nicht, wenn er schon verzaubert ist. Warte mal, das bedeutet, ich muss mir jetzt einen neuen Bogen nehmen? Das ist doch nicht euer Ernst. Och Mann, Kacke. Och, ey, das ist jetzt so belastend. Okay, wie viele Level brauche ich denn dafür, will ich gerne wissen. Weil ich bin jetzt halt, wie gesagt, dabei, ein bisschen mein Equip aufzubessern. Und als nächstes wollte ich dann an das Diamantschwert rangehen. 6 Level, mir fehlen 3. Also wir reden hier nicht so um halt, wie gesagt, 10 Stück. Ich brauche mindestens einen Stack. Ich hatte 2 Stacks. Och Mann, jetzt darf ich. Weiter. Lahmbrust. Jetzt bin ich jedenfalls Level 6 und ich habe den Bogen fertig, worüber ich sehr froh bin. Und jedenfalls halt, wie gesagt. Bald wird auch der Enderdrache angegangen. Das bedeutet halt zu 1%. Wir werden definitiv sehr gute Sachen brauchen. Da ist es halt, wie gesagt, ein Bogen mit schöner Verzauberung wirklich echt gut. Das Haben ist die jetzt halt, wie zufällig gesagt. einen Farmer? Was? Einen Farmer? Ja, ein Farmer, der ist auch noch da. Bin nämlich was in der, den ich farmen kann. Glatt. Ja, ich bin doch auch doof. Wieso habe ich nicht den Farmer um Brot angepumpt? Ey! Ich muss zum Farmer. Also, es ist hier noch eine kleine. Plus dazu, ich wollte jetzt dann euch nochmal was zeigen. Und zwar das, was wir halt, wie gesagt, noch geschafft hatten. Das ist verdammt 20 Weizen. Für einen Smaragd, das lohnt sich nicht. Da kannst du Brote lieber kaufen. Kauft ihr Brote, ist billiger. Mir selber welche herstellen, dann muss ich mir die kaufen. Wenn du die kaufst, dann machst du ihn aber hoch. Das ist eins hier gute. Und zwar jedenfalls, ihr seht hier hin schon, wir haben wieder sehr viel geschafft. Diesen ganzen Bereich, ich hatte jetzt halt, wie gesagt, einen Rahmen hier rumgesetzt und hoffe, dass er jetzt gut aussieht. Genauso wie hier, ich habe da halt, wie gesagt, alles noch ein bisschen so gemacht gehabt. Alles, was geht. Plus dazu, wir haben jetzt den Bereich, also hier oben die Decke habe ich jetzt angepasst, die Decke haben wir angepasst. Dort war alles halt, wie gesagt, hier war mal ein riesiger fetter Klotz. Plus dazu, wir haben diesen ganzen Weg weggemacht. Also hier diese ganze Wand hatte ich ja auch noch ein bisschen gemacht. Das einzige Problem ist halt, über uns ist eine scheiß Wasserhöhle. Bedeutet, die muss ich auch noch wegmachen. Und wir Kannst haben halt diesen ganzen Bereich hier weggemacht. Das war alles bis da oben. Wir sind bis hier runtergegangen. Das einzige Problem ist halt, es gibt hier ein paar Stellen, die sind mindestens ein Blöcke, also mindestens ein Block hoch. Das bedeutet, wir müssen halt unten dann nochmal etwas machen. Aber dazu habe ich mir auch etwas überlegt gehabt. Und zwar, ob wir nicht auch noch unten ausbauen können, weil da ist ja auch noch sehr viel Platz. Also mindestens jedenfalls halt, wie gesagt, die obere Plattform halt alles und so. Und ja, das habe ich mir alles so gedacht. Altplatz. Und viele haben schon daran gezweifelt. Aber ich habe mindestens eine Person gefunden, die halt, wie gesagt, ja, bauen wir auch mit. Plus dazu, wir haben jetzt hier halt die ganze Wand hier alles so weggemacht gehabt. Da oben diesen ganzen Terrain. Das muss ich halt, wie gesagt, nochmal anpassen, die ganze Decke. Und ja, wir haben wirklich einiges hier geschafft.
Ich weiß nicht mal, wie wir die Treppe hier noch hoch machen. Das werde ich ja dann noch sehen. Aber das sind halt, wie gesagt, jetzt erstmal so die Pläne. Und, ach ja, diesen Brunnen da hinten wollte ich noch ein bisschen weitermachen. Der sah mir noch nicht so schön aus. Keks, wir haben ein kleines Problem. Oh nein, bitte bloß nicht. Der Kunde, der will nicht mehr die Stöcker entgegennehmen. Ja, der hat so viele Stöcker in den Rachen gesteckt. Das bedeutet, wenn er einmal an den Bogennatisch rangeht, verlangt er dann das Doppelte. Da habe ich also umsonst so viele Stöcke gemacht. Ja. Voll. Obwohl eigentlich ist es halt, wie gesagt, meine Schuld, weil ich bin derjenige, der es verursacht hat. Ah, na gut. Egal. Jedenfalls, wir haben eine Aufgabe und zwar, ich habe hier die schönen Enderaugen und wir werden das Endportal suchen. Bedeutet, dass wir halt schon mal ein bisschen jedenfalls etwas machen können. Das habe ich jetzt mir nicht vorgehabt. Und dazu habe ich jetzt auch noch die Karte Nummer 2. Das bedeutet, die einzige Karte, die ich noch nicht angefertigt hatte. Ich habe deshalb schon mal geguckt, in welche Richtung die Scheiße geht. Plus, das, warte mal, deine Höhle haben wir noch nicht mal angeguckt gehabt, die du vorbereitet, also die du gemacht hast in der Zeit. Ist mir jetzt eingefallen. Ist ja noch nicht das Ganze gewesen, was hier sich dran geändert hat. Plus dazu, diese schöne Stelle wurde mich ausgebaut und ich bin halt am Überlegen, ob ich das noch ein bisschen weiter ausbaue. Oder ob ich halt, wie gesagt, frage, funktioniert es jedenfalls, wenn wir die Wand wieder hier hinsetzen? Welche Wand? Die hier. Bloß zum Teil. Naja, dann musst du es aber auch so anpassen, dass du da auch lang kommen kannst. Ist bloß ein Block breit dann. Hättest du vielleicht zufälligerweise ein Kiesstück? Ja, habe ich auch. Und Nein, das hier ist halt, schon. wie gesagt, die Buchte von Stanny. Ist wirklich schön hier geworden. Hat sehr viel Kosten und Mühe gezeugt gehabt, hat wie gesagt ihn ein bisschen umzureden, hat das Ganze noch ein bisschen was zu machen. Aber ja, plus dazu, ich darf mich dann immer noch ein kleines bisschen ransetzen, um ein paar Probleme zu beheben. Also jedenfalls hat wie gesagt für mich ein paar Probleme, aber sonst geht es ja eigentlich so. Einmal von mir aus los. Hast du das? Ich habe mir einen Feuerstein jetzt einfach genommen. Hast du ein Feuerzeug gemacht? Ja, dass ich unterwegs Okay. Tiere braten kann. Ich habe was vergessen gehabt. Das wäre. Etwas ganz Wichtiges. Ich hatte hier irgendwo mal eine Diamantaxt gehabt. Ich habe die verloren. Unter den ganzen Sachen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein Vollidiot gewesen, wenn ich die ausgerechnet verloren habe. Ah, naja, vielleicht ist sie halt irgendwo hier noch in den Truhen. Die Axt würde ich eigentlich dann auch noch weitermachen. Okay, können wir jetzt loslaufen? Ja, ich weiß, du hast Zeitprobleme, aber trotzdem. Ein bisschen Ruhe muss auch sein. Das wird sowieso schon zu lange dauern. So, und dann machen wir jetzt mal das nächste und dann können wir jetzt losgehen. Grundausstattung dabei, die ich definitiv brauchen werde. Eine Schaufel. Also wenn ich wirklich eine Schaufel brauche, dann bin ich wirklich schon am Verzweifeln. Ich hab eine. Okay, wir haben schon mal einen Schaufelträger dabei. Ich habe auch noch ein Stack und 52 Stöcker dabei, also wir können dringend Schaufeln machen. Gut. Plus dazu, hier hinten hat sich auch noch jemand hingeführt, also hier sesshaft gemacht. Und zwar auch jemand Neues, ist kurzzeitig hier mal drinne gewesen und danach habe ich halt dann nicht mehr weitergemacht, weil ich dringend eine starke Pause brauchte, weil ich schon wieder 10 bis 15 Stunden am Abfarmen der ganzen Gegend war. Das fand ich gerade lustig, aber na gut. Dann ab ins Boot, mein Freund und Helfer. So, also was kann uns jedenfalls halt erwarten? Und wir werden halt übelst geradet da drinnen, sind übelst am Arsch und wir dürfen halt, wie gesagt, dann die Koordinaten wieder suchen. Das wäre halt, wie gesagt, eine Sache, die passieren würde. Was sagst du Passieren dazu? könnte, dass mitten im Meer dann auf einmal das Endportal ist. Das Das wäre. ist nicht so schlimm, das ist übelst gut. Das ist nicht gut. Doch, das ist übelst gut. Du brauchst einfach bloß reinzugehen. Anstatt dich halt, wie gesagt, runter zu buddeln. Eine Festung, oh, hier im Wasser zu haben, ist wirklich das einzige Gute. Nein. Ah, noch nicht. Soll ich dir dann einen später machen noch? Ja. Das was Twitch hat auch schon gemietet. Ja, es ist schon gelootet. Ich stehe gerade leckt das hier auf dem Boot. Boot leckt. Ich weiß, es liegt jetzt an mir. Es ist halt immer irgendwie so, wenn irgendjemand von uns Horst ist, dass es halt leckt bis zum Gehnimmer. Oder dass man auch geschlagen wird bis zum Gehnimmer. Tut mir leid.
So, jetzt erstmal. Ich muss jetzt erstmal setzen. Ja, komm her. Ich habe definitiv jetzt nicht genügend da, damit wir jetzt den Endertrag machen können, weil ich will halt, wie gesagt, noch ein paar Vorbereitungen machen, weil ja, also ich habe jetzt erstmal noch nicht alles, wenn ich den alleine machen muss. Und für die anderen, die halt mitmachen wollen, die haben überhaupt gar keine Ausrüstung. Das bedeutet, die werden einfach bloß abgeschlachtet Wie kommst du denn darauf? wie die Schweine im Schweinestall. Ich schaff das auch ohne Rüstung. Möglich ist es, aber zuzutrauen ist es dir nicht, weil ein Rüstungsteil wird definitiv der Kürbiskopf sein. Und das ist halt dann Problem. Nicht? Also habt ihr gehört, einer will die Herausforderung angehen, ohne Rüstung ins End zu gehen. Achso, du schnappst hier Beeren. Warte mal, haben wir die überhaupt? Au. Ui. Ah ne, hier in diesem Wald war ich ja schon. Das fällt mir ja jetzt gerade eben ein. Oh Mann, ich habe etwas nicht hier ausge. Scheiße, jetzt soll ich mal kurz wieder zurückwandern. Seht euch mal diesen Kuhschlechter an. Wie er einfach so die armen Kühe abschlachtet. Da guck. Das Feuerzeug ist schon bereit. Schöne Nahaufnahme. Eigentlich könnte ich das sogar als Fab nicht schon benutzen. Das ist so schön. Guck mal, da ist noch ein Oh Schwein. fuck, oh fuck, oh fuck, Nein! oh Er hat den Wald angefackelt! Ey, wir wollten doch nicht gleich den ganzen Wald in Brand setzen. Okay, wir begehen uns. Also, wir hauen definitiv schneller ab als alles andere. Weil es ist keine gute Idee, wenn wir jetzt noch weiter hier bleiben werden. Ich weiß auch nicht, wer die Idee hatte. Vielleicht wird es irgendwann noch geändert. Ich weiß nicht so genau, aber mal sehen. Ach du Scheiße. Ey, wir haben Glück. Wir haben ein sehr seltenes Biom gefunden. Guck mal da unten. Warum haben wir hier eigentlich nicht gebaut? Keine Ahnung. Ah, guck mal, Axolotl. Das ist das Genau. Axolotl-Biom. Nee, ich probiere es lieber nicht. Das hier ist das ganze Axolotl-Biom. Wie kann man sie finden? Ja, die Dinger kann man mitnehmen. Oh, herrje. Was kann man mitnehmen? Das ist keine gute Idee, die mitzunehmen, weil die sind. Nee. Aber dass wir jetzt noch an diesem Biom vorbeikommen? Das ist ja wirklich echt gut. Ich hatte mich schon gefragt gehabt, wer mir überhaupt so. Warte Wenn ich. mal, wollte nicht irgendein Villager so komisches Zeug hier? Ja, Clay, das war halt wie gesagt der. Nee, lass es mal lieber hier. Ich kann nur sagen, willst du das Clay, das kannst du bei denen nicht verkaufen, weil das ist sinnlos. Du kaufst halt lieber bei ihm ein, anstatt etwas zu verkaufen. Es gibt andere, die halt. Willst du mich verarschen? Seit wann gibt's. Wieso gibt's den da oben schon wieder? Ich verstehe wirklich mal öfters mal nicht die Höhlensysteme. Aber das ist halt wirklich. Achso, sind das die Früchte? Das ist sehr gut. Aber trotzdem, wir haben das Biom der Axolotl gefunden. Alles mit, was man mitnehmen kann. Nee, mach ich nicht. Soll ich dir sagen, wieso? Ja, weil sonst wirst du hier in der Festung halt, wie gesagt, Probleme haben. Soll ich dir jetzt Warum? schon. Au, au. Naja, wenn du da nicht alles mitnehmen kannst, ist es schon ein bisschen trauriger. Stell dir mal vor, der hat eine Bibliothek und du kannst die ganzen Bücher mitnehmen. So, los, wir können weiter. Ja, so schnell wie möglich weg. Aber um ehrlich zu sein, das habe ich noch nicht entdeckt gehabt. Das ist wirklich schön. Das Loch hier. Schade, dass es nicht richtig auf der Karte markiert wird. Ich habe ja halt eine zu große Karte dafür. Kann man nicht irgendwie so Markierer machen? Mit so einem roten Banner? Ja, man kann es markieren. Nee, keine Ahnung. Habe ich noch nie ausgetestet. Flieg, sei frei. Das muss ich. Das könnte man vielleicht mal ausprobieren. Bist denn du jetzt schon wieder? Ach da. Oben. Ich habe ein Boot dabei, falls wir in Richtung vom Meer fahren. Das habt ihr ja gesehen, gell? Alter. Ist das eine riesenfette Höhle schon wieder? Wollen wir noch da durchschwimmen?
Nee, nicht dadurch schwimmen, wir werden zu 100% sterben. No risk, no fun. Ich kenne diese Höhlen. What the fuck, wieso hast du Wasser immer gesetzt? Auch mal im Wasser einmal warm mit habe. Oh, so dunkel. Ach so, das hier ist der Baum, der markiert die Stelle, wo dieses Biom ist. Das ist der Baum hier. Plus dazu die Erde hier. Was? Achtung. Ey, Brudis, wir kennen euch nicht, also klatsch weg. Nee, das ist ein normaler Eichenbaum. Achso. Ich weiß, ich hätte mal sonst auch die gerne diesen Baum gehabt, weil sonst hätte ich die ganze Zeit gepflanzt. Ich glaube, wir sind langsam schon sehr weit gegangen, dass wir halt mal wieder. Nee, das ist doch so ein Baum. Ich sag, die Bäume markieren die Gegend hier, dass halt dieses Biom in der Nähe ist. Ja, Loot! Loot! Es gibt Loot! Ui, bildet wird auf. Kurz pennen? Ja, nein, vielleicht. Vielleicht. Regel Nummer 1, looten ist erlaubt. Okay. Alter, ihr habt ja schon wieder die beschissenste Bucht erwischt. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Wir haben gleich neben der Höhle geparkt. Ja, ich habe jetzt bloß einen Baustand gefunden. Eisengolem. Willst du den klatschen? Ich habe so eine schlechte Erfahrung. Oh, ich habe Du Obsidian. musst, glaube ich, mindestens 4 Blöcke hoch, damit du nicht geklatscht werden kannst. Ich glaube nicht, dass ich das ausprobieren sollte. Gibt es überhaupt einen Eingang zu dem Scheißhaus hier? Ja, hier. Du hast die Truhe. Du plünderst einfach bloß die Truhe, aber nimmst nicht die Truhe mit. Wieso? Hey, gibt es keinen Eingang zu dem Haus? Welchen Haus? Dem hier. Warte mal. Dem hier. Wieso? Ich klatsche jetzt einfach den Eisenboden. Ja, hier gibt's kein. Was ist das für ein Au. Haus? Au. Safe so der richtige Babalu. Alter, das Haus ist ja geil gesetzt worden. Komm mal her, komm mal rüber. Nein, jetzt habe ich gerade den Eisenboden geschlagen. Bin Soll ich ich dir schnell verwundet. helfen? Der Wute, der steckt fest. Ja, geil. Guck dir mal dieses Haus an. Komm mal her. Ja, ich weiß, deswegen sage ich, jetzt gibt da keinen Nee, Eingang. guck dir mal unten an. Ich sehe den Eingang. Hab das wichtige Zeug. Boah, jetzt werde ich mal. Ich wollte gerade aus in der Kiste. Mein Inventar leeren. Alles, was du nicht brauchst, kannst du wegwerfen. Deswegen wollte ich auch mein Inventar leeren. Such dir ja nicht einfach so eine Kiste aus, sondern schmeiß sie einfach in den Müll. Hierhin geht's noch weiter. Hier ist noch rote Beete. Wie gesagt, hierhin geht's noch weiter. Der eine bei uns verkauft ja Kürbisse. Oder er nicht verkauft, sondern der will Kürbisse. Keine Ahnung. Das weiß ich ganz genau. Mein Gott, diese ganzen Mobs nerven jetzt. Wollen wir jetzt schlafen gehen oder nicht? Ich würde sagen, sogar nicht. Na gut. Dann wohl lieber nicht. Ah, ich habe hier einen Farmer gefunden. Und eine Kartenhütte. Mit sehr vielen unbekannten Karten, die man wegschmeißen kann. Nicht gerade mit dem besten Loot hier, aber es geht noch. Ist mir schon klar, dass du das weißt. Ja, ich habe eine ganze Karte davon gefunden. Also, ich weiß, wo es den besten Ort für Schnee, Eis gibt auch. Alles Ja, so. ich weiß, im Schneebiom. Das war ein riesenfettes Schneebiom. Also, könnte man sich holen.
Wir müssen jetzt hier weiter in die Richtung. Ja, mal fast das Ende der Karte erreicht. Ich weiß, wohin es geht, sicherlich. Viel zu weit weg. Ich würde mal lieber werfen, nicht, dass wir schon längst vorbeigelaufen sind. Werfen, wenn hier ein gutes Terrain ist, wo man werfen kann. Außerdem, die sind halt meistens so weit auseinander, also mindestens ab 500 Blöcke könnte man halt, wie gesagt, neu wer immer werfen. Also ich meine, bei mir war das mal so, ich habe direkt neben so ein Ding gebaut. Geil, oder? Ach ja, das war ja halt mal der Fall. Das weiß ich ja noch in der einen Welt. Boah, damn, ich So. bin daneben gesprungen. Und los geht's. Wir sind zu weit gegangen. Nein, wieso? Ich wollte halt bloß eine offene Fläche haben, um genau zu wissen. Also irgendwo hier dazwischen war es. Die Frage ist, wann habe ich das letzte Mal geworfen? Ich habe Ja. keine Ahnung mehr. Ich Das sag Loot hat mich so. wieder so rausgebracht. Es ist genau unterm Dorf. Die Frage ist jetzt, wo genau? Wir sind auf dem richtigen Weg. Immer noch in die Richtung? Ja, immer noch in die Richtung. Die will auch einfach nicht zerplatzen. Was haben. Du! Ich hab sie. Ey, ihr wollt mir nicht sagen, dass das Ding wirklich hier unten ist. Hier unten im Graben. Nochmal. Warte mal. Ja, die ist hier unten. Scheiße, die ist auf dem Baum gelandet. Ja, hier. Okay, wir die aber auch nicht kaputt gehen. Einfach nicht kaputt gehen. Was heißt es immer, wenn Unter die uns! Ja, genau, unter uns halt. Jetzt ist die Perle verschwunden. Wir bauen uns. Was machst du hier? Wieso überflutest du immer alles? Nicht gleich runterbuddeln, wir müssen irgendwie noch nach oben kommen, das weißt du doch. Also, wenn es jeden Minecraft-Profis immer straight nach unten bauen. Wenn er jetzt in die Lava fällt, ich lache, aber aus dem tiefsten Herzen. Ich habe noch ein Wasserheim, also so oder so. Ich bin der Einzige, der daran denkt, dass wir irgendwo noch hochkommen. Naja, deswegen habe ich auch ein Wasserheimer. Ja, du willst ja alles bloß wieder überfluten. Sonst immer auch. Hier ist Eisen, nehme ich mit. Hast du schon das Ende erreicht? Nö, ich bin gerade mal Höhe 31. Eine scheiß verfickte Mine haben wir hier? Och nein, Ja, nicht schon wieder so eine Scheiße. nicht mal das. Komm mal zu mir. Oh, hier sind auch die Stalaktiten. Guckt ihr das einfach Jetzt haben mal? wir hier schon wieder Biom. Wollt ihr mich verkackern? Alter, was ist das hier für. Und hier irgendwo soll die Festung sein. Entweder weiter runter oder. Hä? Weiter runter. Oh mein Gott. Frage, warum haben wir nicht hier gebaut? Jetzt sieht es doch noch besser aus. Woher hätte ich das ahnen können, dass hier so etwas, so das Ganze so aussieht? Sag mir das mal. Du spielst doch Minecraft. Ja, aber ich kann nicht alles vorhersehen. Nee? Nein, kann ich nicht. Kannst du es? Nicht, dass ich wüsste. Wir haben schon wieder ein Biom gefunden. Also, Jetzt da. Das kann scheinbar ich hier. haben wir jetzt wirklich etwas sehr Starkes hier gefunden. Alter! Kommen wir nochmal hier weiter her. Das Ding ist ja Nee. riesig fett. Oh Gott, nee, davon will ich mich nicht beißen lassen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Wir wollen ja Okay. das. Also wir wissen zu 100%, wo das traumhafte End. Also wo der traumhafte. Die Endfestung ist. Alter, aber dass so etwas hier passiert. Wer hätte das ahnen können? Wie bin ich jetzt eigentlich da von da oben hergekommen? Also hier. Mein Inventar ist fast voll. Verdammte Scheiße. Oh Gott, hier ist ein Skelett. Hier ist auch mal Silizzon. So, dann suchen wir Wow. mal den Eingang.
Ich habe den Eingang schon verloren, ja geil. Ich muss einfach zu meinem Konstrukt gehen. Oh mein Gott! Komm mal her. Hoffentlich findest du mich. Was ist das hier für eine Höhle? Was sagst du? Wir haben den Treffer gefunden schon mal. Aber trotzdem, wo zum Teufel? Hier, oder? Ja, hier. Hier habe ich mich runtergebaut. Noch weiter runterbauen oder wie sieht's aus? Wir müssen. Noch weiter runter? Noch Gut. weiter runter. Ah. Kannst du nicht einen vernünftigen Weg bauen? Nö. Ja, Mann, willkommen in noch einer Höhle. Ist das die Ja. Höhle, die wir suchen? Na, aua. Nein, ist ja auch nicht. Ui, ah. Scheiße, 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 ich bin fast tot. Es tut mir leid, falls es jetzt für euch ein bisschen zu dunkel ist, aber Au, au, ein Herz, ich kann noch ein Basti, paar Fackeln machen. Basti, Ich kann dir jetzt nicht Basti. helfen. Ah. Bei welcher Höhe bist du? Du hast doch einen Wassereimer gesetzt. Wieso schwimmst du nicht schnell hoch? Warum? Weil ich von den Zombies da weggekickt wurde. Hast du einen Spawner gefunden? Nicht, dass ich wüsste. Bloß ich hab. Ich glaube, wir sind immer noch an der gleichen Stelle. Weil hier oben fängt nämlich wieder das Biom an. Das soll doch hier irgendwo sein. Wurden wir jetzt komplett verarscht? Mies geprankt. Warte mal, ich mach mal was. Es ist doof, aber. Jo, also GG würde ja an der Stelle mal meinen. Ist die Palle jetzt endgültig weg? Ich weiß es nicht. Sind wir jetzt daran vorbei oder wie? Der hinten ist. Achtung, hinter dir ist eine Spinne. Ich weiß. Aber irgendwo muss doch hier die Scheiße sein. Noch weiter runterbauen? Ich müsste jetzt gleich wirklich nachgucken, welche Höhe das wirklich jetzt ist. Könnten wir jetzt erstes mal hier ausleuchten? Wenn du Kohle findest, dann ja. Ich habe Lava gefunden. Die Lava ist immer schön da, wo sie ist. Ich habe keine Ahnung, wo die Einfestung sein könnte. Wir haben uns direkt darunter gebaut und wir sind nicht da. Entweder wir bauen uns jetzt richtig weit darunter. Wir sind ja auch schon ganz schön weit tief, also. Au, ich wurde vom Skelett versucht Ah, ich abzuschießen. sehe schon, ich renne schon weg. Warte mal. Da, da, Ich hab da, da. sicher Essen, wird's uns nicht hapern. Aber wo hast du dein Loch gebaut gehabt, ist die Frage für mich. Au, ich brenne. Hat er einen Lava? Nein, ich tue gerade bloß ein bisschen mit Feuer ausleuchten. Oh, Eisen. Wir müssen doch jetzt eigentlich schon, ja, fast ein Stack Eisen. Wir müssen aber irgendwo unsere Löcher finden. Hier war das Gold. Hier oben Ohne liegt die werden wir nicht das weiterkommen. Skelett. Also jetzt im Aufpassen. Hey, der hat einen verzauberten Warte, Bogen hier ist ein mitgenommen. Teppich. Das bedeutet, wir sind hier irgendwo in der Nähe. Glaube ich zumindest. Mann, wo zum Teufel sind wir rausgekommen? Müssen wir jetzt ernsthaft hoch und nochmal neu suchen? Ey, seit diesem Update ist es wirklich viel schlimmer geworden. Ich Wir sehe bauen was. uns einfach. Ich sehe was. Schnell hoch. Schnell hoch. Schnell hoch. Die
Dias. Eine. Eins. Es war bloß ein. Oh fuck, ich bin fast tot. Bock, bock. Einer für die ist gut. Oh. Mann. Ach, Wo und sind wir das noch? ist Slime. Weißt du nicht, wo wir rausgekommen sind zufällig? Ich hab ein halbes Herz. Also, auch gleich. Und dann jetzt Slime. Ah gut, okay, ich habe mein Schwert verloren. Ausgerechnet wieder auf die zu treffen. Irgendwo hier sind wir, bin ich runtergeplumpst, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr wo. Wir werden alle jämmerlich sterben. Ah, ich habe meinen Eingang gefunden. Ich habe was anderes gefunden. Ey, ich habe deinen Eingang gefunden. Ja, ich weiß, wenn du deinen gefunden hast, ist es Gefunden. schön, dass du meins gefunden hast. Ich habe doch nicht. Verdammt. Ich dachte, ich hätte ein Dia an der Decke gefunden. Ach, da oben bin ich ja gekommen. Wie habe ich ihn gebuddelt? Alter, du vernichtest gerade in mein Loch. Ey, danke. Ich hab hinter dir ist ein Weg. Ja, du hast jetzt falsch gebuddelt. Du hast jetzt meinen Weg zerstört. Ah, ich werde mal weiter tiefer gehen. Vielleicht kann ich da irgendwas finden. Ich mach mit. Ich mach's straight nach unten. Weil sonst dürfen wir uns gleich in Höhe hier im Minensystem halt herumwühlen. Geil. Wieso warst du schon wieder so? Ich hab Bock, einfach nur straight nach unten zu buddeln. So, ich habe jetzt meine einzige Sicherheit verloren. Bedeutet, wenn wir sterben, sind wir beide am Arsch. Oh, wir sind daran vorbeigegangen. Bedeutet, wir dürfen jetzt im Minenschacht umgucken, ob wir da was finden. Ich hasse ernsthaft den Gang, den du gemacht hast. Was meinst du, das Ding, das straight nach unten geht? Ja. Und du hast hier Gold stehen gelassen, wow. Ja, ich weiß, ich habe auch keine andere Spitzhacke als eine scheiß Steinspitzhacke. Und guck mal, dann buddelt er sich noch nach unten. Okay, hier sind wir Mineshaft drin. Bedeutet, hier irgendwo in der Nähe müsste dieses verdammte Ding sein. Bedeutet, entweder wir suchen jetzt oder wir geben auf. Hier ist ein Lama. Lama? Ja, nicht nur ein Lama. Das Schöne ist hier auch eigentlich, wir sind direkt eigentlich richtig am Arsch. Weißt du auch wieso? Wieso? Hier gibt es auch viel zu viel Loot. Viel Auszug, großer Höhe. Was passiert? Kann ich dir sagen, ich habe nichts vor meinen eigenen Füßen gesehen und bin dann anschließend nach unten geflogen. Lass mich raten, du bist meinen Weg gegangen und bist runtergefallen. Ja. Soll ich die Koordinaten sagen? Ja, wenn ich schlecht. Koordinaten sind minus 1393 und minus 912. Digga, bis ich da bin, sind so meine Sachen schon längst Ich habe doch despawned. die Kisten mitgenommen. Meine Sachen sind ganz unten beim Endgestein. Okay, da muss ich runterbuddeln. Aber trotzdem, ich komme da locker ran. Ich bin ja noch in der Gegend. Ich will jetzt einfach schwimmen. Oh mein Gott, ich wäre beinahe in dein Loch. Du hast auch den beschissensten Weg gewählt, das Loch zu bauen. Ey. Ich platziere mal schnell eine Truhe und pack mal deine Sachen weg. So, dann. Also laufen wir jetzt wieder zurück.
Ja, nein, wir laufen jetzt nicht ins Dorf. Wir suchen immer noch als erstmal die Endfestung. Aber wir gehen als erstmal aus deiner Scheiße, die du hier gemacht hast, hoch. Aus meiner Scheiße. Wir sind beide gerade durch dieses Loch gefallen. Also würdest du etwa nicht sagen, das ist scheiße? Wir sind beide an dein Loch gestorben. Naja, Double Ja. gewusst wie. Aber dich hat's erstmal gekillt und mich dann gleichzeitig mit. Also hast du sicher Selbstmord drauf begangen. Ist der Allahu Akbar. Wir sind jetzt halt, wie gesagt, immer noch auf der Suche nach einem Endfest. Wir hatten gerade im Endfest und wir hatten jetzt gerade ein paar Probleme gehabt durch eine spezielle Sache. Und wir suchen einzig und alleine dieses verdammte Ding, aber wir haben gar keine so richtige Ahnung, wo es ist. Aber die Höhle ist echt riesig hierfür. Ganz klar, Keks war dran schuld. Nee. Nein, ich war nicht dran schuld. Ist ja zu schön, um wahr zu sein. Aber trotzdem, wir haben keine Ahnung, wie hoch das Ganze jetzt sein könnte. Wir vermuten halt, wie gesagt, das ist hier unten, aber im schlimmsten Fall kann es halt irgendwo auf der Position liegen, wo wir noch nicht waren. Alter, wie groß ist denn das Biom hier? Bist du hinter mir? Nee. Nö. Hast mich komplett verloren. Ah, nee, da hinten bist du. Alter, komm mal zu mir. Ja, bei mir sind gerade zwei Skelette und ich werde gleich wahrscheinlich schon wieder drauf gehen. Ah, nee, doch nicht. Wir haben diesmal oben in den Betten halt, wie gesagt, ein Schläfchen gehalten und hoffen, dass es uns jetzt den Arsch rettet. Aber definitiv, das ist hier ein riesen fettes Biom. Dich muss ich besiegen, dich muss ich auch besiegen, das ist nervig. Ich nehme das ganze Eisen mit. Okay, Ich so. habe so die leichte Befürchtung, dass ich nichts rausbekomme, wenn ich mit meiner Goldspitzhacke Eisen abbaue. Was machst du da oben? Ich höre schon wieder Explosionen von dir. Alles gut. Wir sind jetzt gerade eben auf der verzweifelten Suche, wo sich halt, wie gesagt, das Ganze befindet. Das ist einfach viel zu lustig. Warte mal, jetzt will ich mal wirklich aus Tessa wieder blicken. Ich werfe jetzt mal die Enderperle, um zu sehen. Okay, die ist weiter über uns. Die Festung. Wirklich nichts raus. Schön, dass du nicht rausbekommst. Ich werde gerade eben verfolgt. Schon wieder. Von einer kleinen Marde. Effizienz 3, Glück 2. Also wenn ich da nichts rausbekomme. Was rausbekommen? Ich bekomme nichts raus. Dann heißt es, es ist nicht dafür gemacht. Aber das Schlimme ist, was jetzt uns angeht, wir dürfen jetzt herauspicken, wo in etwa wir uns hochbauen müssen. Also, wo das Ding sein könnte, weil hier unten ist es definitiv nicht. Hier unten werden wir es zu 100% nicht finden, also heißt es irgendwo oben. Was meinst du dazu? Bedeutet, wir dürfen jetzt. Er geht hoch. Na gut, viel Spaß. Und der überflutet gleich meinen Gang. Alter! Kannst du nicht einfach das Ganze hier mal vernünftig machen? Was? Warum hast du das zugemacht? Aus welchem Grund wohl? Was machst du hier? Irgendwo hier müsste die ganze Scheiße sein. Wir wissen jetzt aber nicht genau wo. Gerade ganz runter, das wollte ich eigentlich auch nicht. Bedeutet, im besten Fall dürfen wir gleich halt, wie gesagt, ein großes Terrain abbauen. Ich habe sie gefunden. Echt? Ja. Guck mal hier. Bin dem Ritter vorbeigelaufen. Aber richtig. Wir waren einfach so dermaßen was von gepicht, dass die irgendwo unten das ist. Wir sind einfach knapp daran vorbeigegangen. Also, ist lustig. Ich habe so die leichte Befürchtung, dass hier gar nichts ist. Oh nein, bitte Ich bloß nicht. glaube, wir wurden mies über den Tisch gezogen.
Geil, meine Spitzhacke ist kaputt. Was zum Teufel ist hier los? Was ist das hier für ein End? Sympathisch würde ich nicht. Platziere mal so eine Werkbank. In der Meinung bist, kannst du dir. Ich brauche erstmal Stein. Hast du zufälligerweise drei Steine? Hat gerade im Dock gebaut. Oder am besten, ich mache mir einfach ein Eisen. So. Ja gut, das war's mit der Entfestung, so wie es aussieht. Also, ach Mann, ey, ich hab's weitergefunden. Alter. Scheiße, das war die falsche Richtung. Ja, und mein. Okay, Leider jetzt falsche Hoffnungen gemacht. ich weiß. Die Frage ist, gehen wir jetzt weiter nach unten oder weiter nach oben? Ich würde sagen, wir buddeln erstmal ja alles. Okay, ich gehe nach unten. Es kann doch bloß die Wege hier lang gehen, die hier. Nein, kann's nicht. Entweder über uns oder unter uns geht's weiter. Weil sonst haben wir an einem einzigen Ort noch nicht gebuddelt gehabt. Ach, ey, das ist doch einfach bloß beschissen. Wir haben die Festung gefunden, aber was ist das hier für eine Festung? Siehst du ja, sympathische Festung. Geht's hier irgendwo weiter? Dürfen wir uns jetzt 3 Jahre ernsthaft daran begeben, als erstmal hier zu buddeln und zu gucken, wo was ist? Na, zum Glück habe ich genügend Essen. Ich auch, aber trotzdem ist es scheiße. Ich will nicht noch mehr Buddelarbeiten haben. Warum geht es da? Ey, das ist doch einfach bloß beschissen. Seit wann existiert überhaupt so eine Art von Festung? Müsste man das verstehen? Nee, ich glaube nicht. Also, wenn das jetzt wirklich die Festung sein sollte, dann Prost Mahlzeit. Ich mache mir mal lieber einen Ofen. Das kannst du vergessen, hier ist auch nichts. Aber wo zum Teufel soll es hier weitergehen? Wir sind definitiv auf der richtigen Höhe eigentlich, wo normalerweise damals sein sollte. Okay, das ist jetzt, glaube ich, hoffentlich sehr gut. Ich habe eine Schlucht gefunden schon mal. Was bräuchte man hier für so ein Upgrade? Oh mein Gott. Es hat gerade eben geleckt. Achtung. Ich werde, glaube ich, gleich sterben. Ein Skelett mit verzauberter Rüstung ist hier. Und ein Teil meiner Sachen ist weggesprengt worden. Oh nein, ich bin, glaube ich, am Arsch. Ich werde mich mal kurz einbauen. Kann ich noch wegwerfen? Werfen wir mal das weg. Okay, ich habe jetzt wieder ein Schwert. Sehr gut.
Scheinbar alles, scheint überall alles gewesen zu sein. Hier springen jetzt auch noch ein paar Sachen runter. Wieso wollen unbedingt alle sterben? Was kann ich noch wegwerfen? Das würde ich gerne behalten. Das kann ich hier nicht noch antragen, also gut. Diese Schlucht ist auch sinnlos. Also gut, wie gehen wir es jetzt mit der Situation da an? Also ich meine, ich mache hier gerade. Ich habe mir ein bisschen Essen angebaut und jetzt fange ich an, die Sachen hier wegzumachen. Ist gut. Also hier unten, also hier oben ist definitiv nichts, hier ist bloß eine Schlucht. Bedeutet, wir können in die Richtung definitiv vergessen. Das Problem ist halt, es kann auch eine andere Höhenlage sein. Soll ich am besten nochmal hier neu versuchen, irgendwo zu orten, wo es vielleicht sein könnte? Alles hier aushöhlen. Hab auch nichts dagegen. Ah, gut, okay. Also, wir melden uns vielleicht, wenn wir wieder etwas haben. Sonst mal sehen. So. Und willkommen zurück, halt wie gesagt, in der Basis. Wir haben jetzt ein paar Probleme gehabt währenddessen, also. Es ist nicht gerade so verlaufen, wie wir eigentlich gedacht hatten. Wir haben halt, wie gesagt, gesucht gehabt. Wir haben die Stelle gefunden, wo das End sein sollte. Es war aber nirgendwo da, also scheint es wohl dieser kleine Quadratkasten gewesen zu sein, weil wir haben in Kreativ ein bisschen übertrieben gehabt. Also ich habe die Welt gespeichert gehabt und eine Kopie davon erschaffen und in der kopierten Welt haben wir die ganze Gegend darum explodieren lassen. Das Endportal war nirgendwo ausfindig zu machen und ja, ich habe jetzt eine andere Koordinate gefunden, die weiter weg ist als gedacht. Also circa die Karte, die ich jetzt hier in der Hand habe, plus die darauf folgende, aber dann noch eine weitere. Also scheint es halt wie gesagt so, wenn wir diese Karte erreicht haben, dass es dann noch weitergeht. Also da haben wir es jedenfalls gefunden. Plus dazu, das war im Minus-Tausender-Bereich, also. Ja, komplett halt wie gesagt in diesem Bereich. Also, ich weiß nicht, welche Karte es ist, aber jedenfalls, wir haben es gefunden und zu 100% Bestätigung, es ist da. Also, wir haben in Kreativ ge gefunden, also das Portal gefunden gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da waren, aber es ist ein gutes hat es, wir haben schon mal etwas gefunden. Wir haben dafür aber sehr viele geopfert gehabt. Das einzige Gute ist, dass das nicht die. Wir haben da Heckmeck gemacht, bis zum geht nicht mehr. Aber das einzige Schöne ist, wir haben einen einzigen Erfolg gehabt. Wir haben das Biom der Axolotl gefunden. Plus dazu gleichzeitig noch einen schönen Blick in die Mine gehabt mit diesem Biom. Also ich muss ehrlich sagen, es war wirklich sehr schön. Aber trotzdem nicht so schön wie die Höhle hier, die wir jetzt machen. Sah schon gut aus, aber na, nicht so wie hier. Naja, dann jedenfalls wünsche ich euch jedenfalls einen schönen Tag euch noch. Und ich hoffe, euch hat euch jedenfalls die Folge gefallen. Es tut mir leid, dass ich halt, wie gesagt, jetzt nicht das Set zeigen kann. Weil bis dahin zu latschen, hätte jetzt auch nochmal die Zeit gebraucht. Und ja, ich glaube, so viel Zeit wollen wir, glaube ich, nicht daran verschwenden. Also, dann vielleicht in der nächsten Folge oder wenn auch dann immer noch. Ja, mal sehen halt, wie gesagt, wann das nächste kommt. Wir haben halt, wie gesagt, noch sehr viel zu tun halt mit Thema hinten alles noch zu bereinigen. Das seht ihr jetzt gerade, glaube ich, hoffentlich im Hintergrund. Und ja, dann jedenfalls ciao und schönen Tag euch noch und bis zu einer weiteren Folge von Minecraft Hello Story. Tschüss.